Ich bin Anita Farke und spreche die Exoder Blog News. Freitag wechselhaft mit Wolken, Regen und Gewitter, 9.17 Grad. Deutschlandwetter, eine Mischung aus Wolken, unterschiedlichen Temperaturen und Windbedingungen. Die Wetterprognose für Deutschland in den kommenden Tagen zeigt ein gemischtes Bild mit Wolken, verschiedenen Temperaturen und Windbedingungen. Hier ist eine detaillierte Aufschlüsselung der Wetterlage in verschiedenen Teilen des Landes. Wolken. Zunächst zur Wolkenlage. Laut dem deutschen Wetterdienst gibt es über Ostdeutschland und die Mitte Deutschlands dichte Wolkenbildung. Im Westen und Südwesten hat es jedoch mehr Auflockerungen, teils auch heitere Abschnitte. Temperaturen. Die Temperaturen schwanken in verschiedenen Teilen des Landes erheblich. Im Norden und Osten liegen die Höchsttemperaturen zwischen 12 und 17 Grad. In der Mitte und im Süden sind teilweise bis zu 20 Grad zu erwarten, wie es vom deutschen Wetterdienst gemeldet wird. Wind und Aussichten Der Wind in Deutschland ist weiterhin eine variable Größe. In Küstennähe des Nordens ist es im Allgemeinen windiger, während es in den südlicheren Bundesländern relativ ruhiger ist. Allerdings können gelegentliche Böen, besonders in den höheren Lagen und an der Küste, nicht ausgeschlossen werden. Die Aussichten für die kommenden Tage sind gemischt. Im Norden und Osten bleibt es eher kühl und wolkig, während der Süden und Westen mildere Temperaturen und mehr Sonnenschein erwarten können. Fazit. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wetter in Deutschland in den nächsten Tagen ziemlich unterschiedlich sein wird. Einige Gebiete können mit Sonnenschein und milden Temperaturen rechnen, während andere sich auf kühlere Bedingungen und möglicherweise Wind einstellen müssen. Wie immer gilt, die aktuellsten Wetterinformationen sollte man auf den Webseiten des Deutschen Wetterdienstes oder in den Nachrichten verfolgen, um gut informiert zu bleiben. Von Anita Farke, Donnerstag, 25. April 24, Quellen Deutscher Wetterdienst, www.de. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.